Ich bin Nico. Und ich bin sexy. Aber nicht sportlich. Noch nicht. Denn jetzt fahre ich von Oldenburg nach Berlin mit dem Rad. Über Bremen, Hamburg und dem Elbradweg geht es in die Hauptstadt. Denn dort werde ich mich von einem Hochhaus stürzen. Aber vorher probiere ich noch andere Sportarten. Seht selbst. Krimi geht die Mimi nie ins Bett, nie ins Bett, nie ins Bett. Ohne Krimi tut's die Mimi leider nicht. Bald geht es los, endlich. Vorher habe ich mir das Okay vom Arzt geholt. Dieses Unternehmen jetzt mit dem Radfahren kann ich also aus meiner Sicht als Kardiologe oder Sportmediziner eben wirklich nur loben. Und es ist eigentlich auch das Einzige, was erfolgsversprechend ist. Ne? Denn das ist so, das kennen die meisten von sich, wenn man mal versucht, irgendwie abzunehmen, das funktioniert immer nicht. Nämlich immer nur für eine bestimmte Zeit und dann hat man eigentlich das Gewicht, was man runter hatte, wieder drauf oder sogar mehr. Und das liegt auch nicht daran, dass jetzt der Einzelne da nicht geeignet wäre oder undiszipliniert oder so, sondern in dieser Gesellschaft geht es schlicht und ergreifend nicht. Und das ist nicht nur in Deutschland so, dann ist in Westeuropa so, das ist in den USA so. Und wenn man sich wissenschaftliche Untersuchungen anguckt, dann ist es so, von 10 Menschen, die erfolgreich abgenommen haben, mit welcher Form der Ernährung auch immer, 8 von denen haben das Gewicht nach 3 Jahren wieder drauf oder sind drüber. Gucken wir uns doch die 2 an, die schaffen. Was haben die anders gemacht? Das sind die, die angefangen haben, regelmäßig Sport zu treiben. Das wirklich Schöne, nach dieser Quälerei hier heute auf dem Fahrradergometer ist, die Fahrt sollte im absolut entspannten Bereich stattfinden. Wir sprechen da als Sportmediziner von Grundlagenausdauerbereich 1. Also das ist letztendlich ein Tempo, da kann man singen, da kann man, wenn man denn kann, die Glocke von Schiller aufsagen. Ich singe also, ja immer auf dem Rad. Ne? Dann ist man genau im richtigen Bereich. Wenn ich gucke, wie viel Sauerstoff kann Nico aufnehmen, dann sehe ich, das ist etwas unterdurchschnittlich. Ne? Also das ist noch nicht richtig trainiert und das wird sich jetzt aber auf dieser Tour ändern. Der Puls war 180 und die Schwelle zum Sauerwerden war ungefähr so 170. Und dann gehe ich da deutliche Prozentzahlen runter, das heißt, das wäre so ein Puls von 120 bis 145. Das ist wirklich ein ganz entspanntes Radeln. Ne? Und das ist genau richtig. Das ist professionell. Also, wie soll man sagen, es ist noch Luft nach oben. Was für ein Wortspiel. Ich habe auch Trendsportarten auf der Tour, bei denen ich, oder andere Sportarten, lustige Sportarten, die ich immer vor Ort ausprobiere. Wie ist es denn, ist es da ebenso im Pulsbereich oder kann man bei anderen Sportarten sich total austoben oder ist es alles gleich? Das ist ja dann nicht unter dem Aspekt Training, sondern das ist ja unter dem Aspekt Spaß. Bloß eben bitte aufpassen, wenn man jetzt sagt, ich mache eine Trendsportart, wie zum Beispiel, ich gehe durch einen Klettergarten und hangel mich da oben mal wie Tarzan von Ast zu Ast oder aber ich mache jetzt mal Squash oder so etwas. Das kann richtig tatsächlich nach hinten losgehen, wenn man daran nicht gewöhnt ist. Da ist die Gelenkbelastung eben das Entscheidende und das wollen wir natürlich dann nicht. Aber wenn es Spaß macht und gute Hormone sind, dann ist die ganze Tour ja super für mich. Natürlich. Ich weiß jetzt nicht, an welche Hormone gedacht wird. Glückshormone. Also Frau Drexler, also Olympiasiegerin, hat zu mir gesagt, man käme zu einem magischen Punkt, bei dem man eine Welle überwunden hätte und dann auf einmal ging es einem sehr gut. Ich zweifle noch ein bisschen dran, ob ich in Berlin super gelaunt bin, aber mal gucken. Ich wünsche viel Erfolg dabei. Danke. Unterwasser-Rugby, das heißt tauchen und schnorcheln können, kann ich aber nicht. Schade. I'm a superhero, defender of the world. I'm fighting for justice and for peace. Is something strange?
Jahr sind wir beim Unterwasser-Rugby, beim Aqua-Rugby. Was ist das überhaupt? Das ist das einzige dreidimensionale Spiel, das es auf der ganzen Welt gibt. Also das ist ein Spiel im Wasser, der Ball und der Ball sinkt ab und die Tore stehen auf dem Grund und man kann in alle Richtungen passen. Ich habe jetzt versagt. Ich kam nicht runter. Was sind denn die Voraussetzungen, die man haben muss, um es prima zu spielen? Also man muss Spaß am Wassersport haben grundsätzlich. Natürlich muss man auch schwimmen können. Vielleicht auch Spaß haben, komisch auszusehen. Warum sieht man denn so komisch aus dabei, so außerirdisch? Naja, man braucht die Maske und den Schnorchel, um unter Wasser gucken und an der Wasseroberfläche atmen zu können und das Spiel weiter beobachten zu können. Dann braucht man auf jeden Fall die Ohrenkappen, damit man keine Pressschläge auf die Ohren kriegt. Das kann einem das Trommelfell ziemlich beschädigen, aber die Kappen schützen prima dagegen. Trifft man sich auch zu irgendwelchen Meisterschaften oder ähnliches, wo man diese Kappen groß annutzt? Nutzt. Ja, wir spielen im Moment in der zweiten Liga. Wir waren erst in der ersten Liga Nord. Das ist wie eine normale Bundesliga, die wird in Turnierform gespielt. Ja, und das Witzige beim Spiel, bei den Turnierspielen ist, dass man mit 6 gegen 6 im Wasser antritt. Wobei dann noch weitere 6 Spieler als fliegender Wechsel auf den Bänken sitzen, pro Mannschaft. Im Wasser gibt es einen Schiedsrichter, der ist mit einer Taucherflasche ausgerüstet und kann wirklich die ganze Zeit unter Wasser das Spielgeschehen verfolgen. Zwei Schiedsrichter unter Wasser und noch einer über Wasser, der als Spielleiter fungiert. Die sind alle ausgerüstet mit einer Art Drücker, die an einer Unterwasserhupe dranhängt. Die hört man auch über Wasser, sodass Signale auch überall zu hören sind, dass das Spiel wegen geringer Unsportlichkeiten oder am besten bestenfalls wegen eines Tors unterbrochen wird. Ja, vielleicht noch interessant, der Ball ist mit Salzwasser gefüllt, sodass er mit einer definierten Geschwindigkeit, 1 Meter pro Sekunde, glaube ich, nach unten sinkt. Also es ist jetzt nicht so, dass es ein brutales Spiel ist, sondern es gibt natürlich gewisse Regeln, Fouls, die man nicht machen darf, kratzen, beißen, treten, alles was wehtut, ist verboten. Man darf natürlich anfassen, aber nur den ballführenden Spieler. Dann übe ich noch ein bisschen, vielleicht bin ich bald dabei, ich danke. Nico? Ja? Wie geht es dir heute? Der Arzt sagt gut. Sehr gestresst, weil ich so wenig geschlafen habe. Das Projekt nimmt sehr viel Zeit in Kauf. In der Schule fressen wir nur noch, aber das Projekt lässt einen doch nicht schlafen. Du warst beim Arzt heute, was sagt der denn? Der Arzt sagt, ich soll langsam fahren und dann komme ich auch ans Ziel. Das ist schön. Und dann hast du heute dein Seepferdchen gemacht. So ähnlich. Männliche Seepferdchen bekommen Kinder, ich nicht. Ich habe ein bisschen im Wasser geplanscht und war natürlich sehr spitze. Die haben alle gesagt, ich war super. Wer alle? Wenn ich jetzt Namen nenne, dann wollen die anderen... Aqua Rugby war ich heute. War interessant zu sehen, wie ich alle unter Wasser sehe, aber nicht selbst hinkomme. Das hat also leider nicht geklappt. Aus Niederlagen lernt man. Und wie findest du das Aqua Rugby? Ich finde es erstmal cool, weil da kann man sich bewegen, ohne dass man sich spürt. Es ist ein bisschen weltallmäßig und ich stehe auf Weltallzeugs. Und jetzt bist du müde? Natürlich, ich muss nach Hause. Gute Nacht, Nico. Gute Nacht, Anja. Thank you.
Ich bin Nico. Und ich bin sexy. Aber nicht sportlich. Noch nicht. Denn jetzt fahre ich von Oldenburg nach Berlin mit dem Rad. Über Bremen, Hamburg und dem Elbradweg geht es in die Hauptstadt. Denn dort werde ich mich von einem Hochhaus stürzen. Aber vorher probiere ich noch andere Sportarten. Seht selbst. Luft im Reifen, Helm auf dem Kopf, Schlüpper in der Tasche. Es geht los. In Oldenburg werde ich sicher von Menschenmassen verabschiedet. Fans grölen, Groupies kreischen. Wenigstens die Bürgermeisterin sprach letzte Worte. Oldenburg, Stadt der Radler. Wie ist es bei einer Bürgermeisterin? Fährt sie oft mit Rad? Da muss ich leider gestehen, viel zu wenig, aber das ist auch meiner Gesundheit zugute gekommen, dass ich nicht Rad gefahren bin, denn ich habe ein Hüftleiden und von daher muss ich das leider etwas einschränken. Ich fahre jetzt mit Rad nach Berlin von Oldenburg. Das bewundere ich. Ich habe heute Morgen noch drüber nachgedacht. Ich wusste ja, dass der Termin ansteht. Wie würdest du wohl mit welchem Gefühl heute hier stehen, wenn du nach Berlin fahren würdest? Ich hätte erstmal Angst, dass ich die ersten 2-3 Tage gesundheitlich nicht so gut überstehen würde und abends nicht mehr sitzen könnte. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du da irgendwo schon drüber nachgedacht oder gegebenenfalls dir auch was mitgenommen, damit es so Linderungen kommen könnte? Ich hoffe einfach, dass irgendwann Hornhaut am Hintern ist oder so. Naja, da wollen wir drauf hoffen. Aber Oldenburg ist ja eine Fahrradstadt und von daher finde ich es toll, dass ein Oldenburger Schüler sich diesem Projekt stellt und sagt, Nico bewegt sich. Und das hat natürlich die Stadtverwaltung jetzt zum Anlass genommen, durch mich als Bürgermeisterin alles, alles Gute zu wünschen für diese Fahrt mit diesem herrlichen Wetter. Viel trinken kann ich nur raten. Ich sag, und dann hoffe ich, dass man gesund ankommt. Wie viel Zeit haben Sie sich gesetzt? 15 Tage und 17 verbringen wir insgesamt. Also 2 Tage noch in Berlin. 2 Tage noch in Berlin. Naja, das wird dann ja ein krönender Abschluss werden in Berlin. Und wie muss ich mir das vorstellen? Hotel zwischendurch oder gibt es irgendwelche anderen Möglichkeiten, wo man dann sein Haupt abends müde hinlegen kann? Dass alle so nett sind wie die Oldenburger und mich bei sich zu Hause lassen. Aber ach, Sie suchen sich Ihre Bleibe praktisch? Ja. Dann wünschen wir natürlich alles, alles Gute. Vor allen Dingen, dass die Gesundheit mitspielt, dass das Wetter mitspielt und dass Sie voller Freude in Berlin ankommen und sagen, Berlin ist erst die erste Station, nächstes Jahr suche ich mir noch was anderes. Und dann kamen doch noch ein paar. Mit einer Träne im Knopfloch starte ich meine Tour. Mein erstes Etappenziel habe ich erreicht. Nichts Besonderes. Gelassen und ruhig fahre ich nach Delmenhorst rein. Oh. Jetzt noch ein kurzes Vorher, Nachher, bevor es zum Square Dance geht. Square Dance, was ist es überhaupt? Square Dance kommt ursprünglich aus Amerika, da zur Zeit, wo die ganzen Siedler nach drüben fuhren, die trafen sich und wollten jeder gerne was tanzen. Und zwar das, was sie aus ihrer Heimat kannten. Und hat man sich zusammengetan und hat dann daraus einen Tanz gebildet. Weil aber ja niemand wusste, was die anderen jetzt meinten, gab es einen sogenannten Caller. Der hat sich dann früher auf einen Heuballen gestellt und hat seine Fiddle in die Hand genommen, Musik gemacht und hat dann die einzelnen Figuren angesagt. Wie tanzt man das überhaupt? Für einen Square braucht man 8 Leute.
also vier Paare. Man stellt sich im Quadrat auf, im Square. Und dann wartet man, was der Caller singt bzw. ansagt. Und die Figuren, die man vorher gelernt hat, die tanzt man dann. Es ist also immer eine Überraschung. Es ist nichts Einstudiertes. Das ist immer ganz spontan, was der Caller einem sagt. Das tanzt man. Ein Tanz mit Befehlen, da kommt es sicher auch zu aus Versehen Tritten auf die Füße. Wie oft muss man dann beim Lernen jetzt auf die Füße treten? Also ich habe es bisher noch fast nie erlebt, da es ja ganz anders als Standardtanz ist, kann ruhig jeder vor sich hin schlurfen. Es müssen jetzt nicht irgendwie die Füße besonders gesetzt werden, darum achtet man auch weniger auf die Füße als zum Beispiel auf die Hände, die man vielleicht für Figuren braucht, und insofern passiert es dann nicht. Ja, Nico, weil du heute hier bist, haben wir dir einen kleinen Flyer vorbereitet, damit du überhaupt weißt, was Square Dance ist. Und weil du so mutig bist und heute mitmachst, bekommst du hier einen Dengel. Was ist das? Du siehst hier mein Badge. Das Badge ist dieses viereckige Teil. Daran sieht man, zu welchem Club man gehört. Und man kann auch ständig andere Clubs besuchen und bei denen mittanzen. Und als Zeichen, dass man da war, bekommt man ein Badge. Das ist also von unserem Club das Abzeichen, dass du hier warst und mitgetanzt hast. Dann möchte ich mal mittanzen. Gerne. Right and left, friend, help me roll. Take me home. Keep your girl rolling, pull around. West Virginia and the mountain mama. Ja, und dass wir viel Spaß mit ihm hatten. Ich hoffe, er hatte ebenso viel Spaß mit uns. Und in diesem Sinne sagen wir Thank you! Nico. Ja? Herzlichen Glückwunsch, deine erste Etappe. Du hast es geschafft. Ich wollte ja eigentlich von hier aus Mama anrufen, damit sie mich abholt, aber sie will mich bei sich zu Hause auch nicht mehr aufnehmen, hat sie gesagt. Die nächsten 17 Tage ist Nico schlecht aus und wenn ich ins Krankenhaus kommen sollte, auch erst nach den 17 Tagen geht sie mich besuchen. Aber es gibt ja noch was viel Interessanteres. Was ist denn mit deinen Haaren passiert? Die sind einfach so abgefallen. Nein, ich war beim Friseur, ganz dufte. Ich muss damit erstmal umgehen können. Ich weiß nicht, wie man die so stylt. Ich weiß nicht, ich habe mich vorhin im Spiegel gesehen und mich erschreckt. Vielleicht braucht es auch noch ein paar Wochen. Okay, und dann hattest du heute einen Abschied, waren tatsächlich ein paar Leute da. Vor allen Dingen Leute aus deiner Timeline von Twitter. Was hast du denn geschenkt bekommen? Die haben ein kleines Päckchen dabei gehabt. Die haben alles Lebenswichtige mitgebracht. Erstmal Schokolade, wofür ich sehr dankbar bin. Also überlebe ich die Fahrt auch. Rein körperlich. Und rein körperlich geht es auch weiter, haben Kondome geschenkt. Weil ich habe mich ja, auf Twitter habe ich ja gefragt, ich habe gar keinen Kondomsponsoren, wie mache ich das denn? Mit den ganzen Groupies. Und jetzt haben sie mir Kondome geschenkt, aber leider nicht in XXL, also passen sie gar nicht. Okay, aber XXL war gerade das Square Dance. Du hast dich bestens geschlagen, es sah gut aus. Das kann ich von innen aus nicht beurteilen, aber ich sag mal, ich habe niemanden zu Boden gebracht. Spannend fand ich aber, was nebenbei passierte. Du hast jemanden getroffen, den du kanntest, und das in Delmenhorst. Familie. Ganz lustig eigentlich, dass die Welt so klein ist. Ich erwarte, in Berlin, da wimmelt es nur so von Nikos. Aber jetzt nach dem ersten Tag, es war heiß. Bist du müde, Nico? Ich bin voll wach. Also ich will jetzt das Nachtleben von Delmenhorst. Nein, ich bin ins Bett. Und ich habe eine Wohnung, in der ich mich aufhalten darf, wo ich auch den Fernseher nutzen darf. Also jetzt wird ein bisschen pausiert. Dann gute Nacht, Nico. Bis morgen, Anja. Gute Nacht.
bin Nico. Und ich bin sexy. Aber nicht sportlich. Noch nicht. Denn jetzt fahre ich von Oldenburg nach Berlin mit dem Rad. Über Bremen, Hamburg und dem Elbradweg geht es in die Hauptstadt. Denn dort werde ich mich mal am Hochhaus stürzen. Aber vorher probiere ich noch andere Sportarten. Seht selbst. Guten Morgen. Fast wie in der Tagesschau, aber ich sage euch heute guten Morgen und nenne euch ein Gedicht, denn das mache ich ab jetzt in jedem Ort, in dem ich mich aufhalte, jetzt in Delmenhorst. In Delmenhorst, da verlor ich meine Haare. Die nahmen mir ein paar Jahre und auch etwas Gewicht. Das brauche ich wirklich nicht. Und ich kann euch zeigen, von wo ich gekommen bin und wo ich hinfahre, hier auf dem iPad. Das ist Namensnennung, macht man nicht, machen die bei ProSieben aber auch immer. Wir sind gerade nicht bei ProSieben, macht nichts. Ich fahre nämlich von Oldenburg nach Delmenhorst, bin ich gestern gefahren. Heute nur die kleine Strecke nach Bremen, das sind nur so ungefähr 15 Kilometer. Und da werde ich nachher zum Zirkusfestival gehen. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Ja. Wo sind wir hier heute? Wir sind hier im Lidice-Haus in Bremen, auf der kleinen Zirkusinsel. Zirkus, Zirkus-Jokes, Zirkus-Festival, was habe ich mir jetzt heute darunter vorzustellen? Zirkus-Jokes ist nur ein Teil des Festivals. Es sind noch zwei weitere Bremer Gruppen hier mit in der Organisationsgruppe drin. Und zwar Zirkus Tunini und Zirkus Bambini. Das sind zwei kleinere Zirkusse. Und wir haben jetzt hier zum Zirkusfestival Leute eingeladen aus Schweden, aus Holland, aus Italien, aus Belgien und aus, habe ich schon, Italien, ne? Schweden schon? Ja. Irgendwas da oben. Fünf verschiedene Nationen sind wir auf jeden Fall hier. Und aus Italien kommen Leute aus unterschiedlichen Zirkusschulen. Da gibt es jetzt nicht so eine große Vereinigung, deswegen kommen die gesplittet aus verschiedenen Bereichen aus ganz Italien. Und was wird hier gemacht? In erster Linie Zirkus und in zweiter Linie kümmern wir uns auch um politische Themen. Das bedeutet, wir beschäftigen uns mit dem Thema Living Diversity. Es geht also auch viel um Vielfalt. Was bedeutet Vielfalt? Was bedeutet Vielfalt in Bezug auf Menschen allgemein, aber auch in Bezug auf Zirkus? Zirkuspädagogik, weiß ich nicht, ob dir das ein Begriff ist, ist super anwendbar für Leute, die gerne was lernen möchten und vielleicht Probleme haben durch eine Behinderung oder weil sie aus anderen Gründen irgendwie nicht mit zur Gesellschaft reinkommen können und das Gefühl haben, ich kann irgendwie nichts. Die kann man ideal in Zirkus integrieren, weil es gibt etwas für jeden. Jeder kann irgendwas. Ich bin totaler Grobmotoriker. Ich habe ein Jahr lang bei Jokes gearbeitet in der Zirkusschule hier in Bremen. Ich kann mittlerweile mit drei Bällen jonglieren, kann Teller drehen und zwei Tricks auf dem Diabolo. Und das, ja, wenn wir uns schon länger kennen würden, würdest du mir das nicht glauben. Also wird sowas öfter gemacht, so ein Festival? Ja, das letzte Festival ist jetzt 4 Jahre her, obwohl ich sagen muss, dass dieses Festival ein wenig außen vor steht. Im Allgemeinen ist es viel auf Competition, viel Wettbewerb. Jedes Land kommt und dann geht es um Preise und was haben wir Tolles, wie seht ihr aus und viel mit gucken, wo kann man sich noch verbessern. Hier ist der Schwerpunkt ein anderer und zwar der politische Schwerpunkt, dass wir sagen, okay, es macht Zirkus ist das, was uns alle verbindet, aber es gibt auch noch etwas darüber. Wir schauen über unseren eigenen Tellerrand ein wenig. Und deswegen die Thematik, das Aufgreifen der Thematik von Living Diversity. Dafür gibt es hier auch extra Workshops. Ich habe gesehen, ich habe mir gerade so eine Zirkusshow angeguckt und hier sind auch Leute, die was machen. Muss man da lange für üben oder wie oft trifft man sich hier auch bei Zirkus Jokes, um das hinzukriegen? Also es gibt wöchentlich Kurse, die man besuchen kann, aber man kann auch einfach bei einer Mitmachaktion sich anschließen und innerhalb von 5 Minuten was lernen. Es kommt darauf an, was man lernen möchte und wie intensiv man das gerne möchte. Also geht das alles hier bei Zirkus Jokes? Ja, das geht. Wie eine 5-Minuten-Terrine, 5 Minuten lernen, was kann ich denn jetzt machen und ich möchte gern machen.
was du machen kannst. Du kannst innerhalb von 2 Minuten, kann ich dir beibringen, wie du einen Teller drehst, aber lustiger ist es und vielleicht langfristiger interessant, Balljonglage. Das ist das, was alle wollen, was alle kennenlernen wollen. Und das kannst du auch in 5 Minuten lernen. Dann gehe ich da mal hin. Okay. So, immerhin 5 Bälle. Ja, kein Problem, also... Okay. Fangen wir erstmal mit einem. Okay, super. Nochmal. Ich muss auch, ich sehe gar nicht. Genau, nimm ihn erstmal. Eine in die andere Hand. Komm mit Kopf auf. Vergesst nicht so. Arme rücken nicht weiter unten. Genau. Boah, ja. Das sieht toll aus. 5 Minuten haben wir gesagt, lerne ich das. 5 Minuten? Kommt okay. Starte den Timer. Das ist erstmal 100 mit einem Ball. Okay. Und wieder zurück. Wunderbar. Das würde ich sagen, hat 20 Sekunden gedauert. Und 2 Bälle. Wieder so aus. Okay. Werft den einen und wenn er einer auf Augenhöhe ist, werft den zweiten. Rechte linke Ehrenhälfte. Genau. Danke. Akrobatik. Wir werden gleich einen Stuhl zeigen. Hopp. Okay. Also? Okay. Hoch. Runter. Und dann drückst du mich hoch. Kein Problem. Und jetzt gehst du in die Küche. So. So. Und wir wollen die Küche. Ja. Nico? Ja? Nico, es ist Blut geflossen. Das war auf der Tour zu erwarten, glaube ich, weil meine Koordinationsfähigkeiten, die im Zirkus wichtig sind, habe ich leider nicht. Hatte ich auch schon in der Grundschule nicht. Ich konnte nie ein Rad fahren. Mal runter. Es war natürlich heute auch hartes Brot. Erst 15 Kilometer Radfahren, dann noch Bremen angucken, dann Zirkus ansehen und anschließend Akrobatik. Ich möchte sagen, es war der schwerste Tag auf der ganzen Etappe, den ich jemals erlebt habe. Ich glaube, schwerer kann es nicht werden. Es sah wirklich hart aus, vor allen Dingen, wenn ich diese Wunden sehe, die du heute davongetragen hast. Es ist unglaublich. Ja, die habe ich beim Akrobatik machen, habe ich natürlich. Wäre denn das Zirkusleben was für dich? Ja, weil ich ja schon gesagt habe, dass mich viele Groupies erwarten auf dieser Tour. Und ich glaube, darum ist das Zirkusleben gerade richtig, weil man ja von Ort zu Ort reist und einfach lange Beziehungen sind auch nichts für mich. Und was würdest du vorführen? Vorführen würde ich... Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, was ich vorführen würde. Irgendwas Nackisches. Mit viel nackter Haut. Und jetzt geht's ins Zirkus-Wohnwägelchen? Ja, weil ich muss ja mal... Da habe ich jetzt Alexandra, kennt keiner. Aber ich habe Alexandra im Kopf. Zigeunerjunge, Zigeunerjunge. Ich muss es einfach mal erlebt haben. Obwohl ich es überhaupt nicht mag. Ich mag so... irgendwo schlafen mag ich gar nicht und ich will auch noch irgendwo zelten und so, finde ich alles doof. Ich finde das, ich finde mein Bett und das Bett bei Oma am besten, aber ich muss es tun. Das ist der harte Weg zum Mann. Gute Nacht, Nico. Ich habe einen Bartschatten. Gute Nacht, Anja.